Sonntag, 17. Juni 2018, 9.19 Uhr darf ein Golfer einen Ball spielen, der noch in Bewegung ist? Man muss kein Experte sein, um diese Frage mit Nein zu beantworten. Ein fünfmal Eiger Major Sieger wie Phil Mickelson kennt die Regeln seines Sports natürlich auch. Und doch versetzte er die Golfwelt in Erstaunen, als er am vorletzten Tag der US Open genau das tat. Auf der dritten Runde spielte der US-Amerikaner einen Ball, der klar an Loch 13 vorbeiging, zurück Richtung Fahne, obwohl der Ball noch rollte. Ein klarer Regelverstoß, der mit zwei Strafschlägen geahndet wurde. Mickelson spielte an seinem 48. Geburtstag mit 81 Schlägen die schlechteste Runde in seiner 27 Jahre langen US Open-Karriere. Ich wollte nicht respektlos erscheinen. Ich weiß, dass es dafür zwei Strafschläge gibt. In dem Moment wollte ich einfach nicht nochmal vor und zurück putten und den Schlag wieder machen, erklärte der US-Amerikaner wenig später die bewusste Aktion, mit der er verhindern wollte, dass der Ball vom Grün rollt. Ich habe schon oft daran gedacht, das zu tun. Jetzt habe ich es endlich getan. Ich würde es wieder tun. Der Vorfall erinnerte an eine ähnliche Aktion von Enfant Terrible John Daly während der US Open 1999, als dieser einen wiederholt zu ihm zurückrollenden Ball frustriert wegschlug. Wenn starke Schläge nicht belohnt, sondern bestraft werden, Frust war wohl auch eine treibende Kraft bei dem als fairen Sportler geltenden Mickelson. Tatsächlich wurde der Kurs im Shinnecock Hills Golf Club dieser Tage immer wieder scharf kritisiert. Schwierige Fahnenpositionen auf ausgetrockneten Grüns und böige Winde stellten die besten Golfer der Welt vor große Probleme. Der Plan der Turnierverantwortlichen, das Major extrem schwer zu gestalten, um Spannung und Konkurrenz bei dem mit 12 Millionen Dollar dotierten Turnier zu erhöhen, ließ in den ersten Tagen gleich sieben ehemalige Weltranglisten-Erste am Cut scheitern, darunter der deutsche Martin Keimer sowie US-Superstar Tiger Woods. Wir wollen, dass die US Open schwer sind, aber wir haben einige Beispiele gesehen, wo gut ausgeführte Schläge nicht nur nicht belohnt, sondern in einigen Fällen bestraft wurden, sagte USGA-Chef Mike Davies. An der Spitze des Tableaus steht weiterhin der Weltranglisten-Erste Dustin Johnson. Der US-Amerikaner hatte die Veranstalter in den vergangenen Tagen verteidigt. Es ist das US Open. Es sollte hart sein, sagte. Der 33-Jährige, der am Samstag allerdings einen komfortablen Vorsprung verspielte und nun mit 213 Schlägen schlaggleich mit seinen Landsmännern Brooks Koepka, Daniel Berger und Tony Finau auf die Schlussrunde geht,